Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe zwar im letzten Video angekündigt, dass ich One-Taker mache und nicht groß cutte. Das Ding ist, ich habe mir das Video im Nachhinein angeschaut und es ist einfach nur Kacke ohne Cuts. Weil ich verlabere mich, dies, das, jenes, gefällt mir überhaupt nicht. Wie dem auch sei, im heutigen Video möchte ich mal ein Thema ansprechen und zwar geht es darum, dass man Markenklamotten auch günstiger werden kann. Und zwar muss man da auf einiges achten. Die Idee dazu ist mir heute beim Shoppen gekommen. Ich habe heute geshoppt, das habe ich übrigens gekauft, für 20 Euro, nur so nebenbei. Kostet normalerweise 120 Euro, Ladenpreis normalerweise. Ja, der Trick ist es einfach, dass man wartet, bis das Zeug abverkauft wird. Ich meine, ganz ehrlich, wieso soll ich 150 Euro für ein Stück ausgeben, was ich im Sale dann für 20 Euro bekomme. Und ein anderer Trick ist übrigens Best Secret. Ist eine recht geile Seite, kann ich euch unten verlinken. Eine nette Story noch nebenbei. Wir waren erst in Bikum Kloppenburg. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist so ein ja, etwas gehobener Shop. Und ey, ganz ehrlich, die meisten Klamotten waren da im Sale wesentlich günstiger als bei H&M. Gerade so ein Beispiel. So einen ähnlichen Bulli wie den hier habe ich bei H&M gefunden. Und ja, das Ding hat einfach 50 Euro gekostet. Der hat 20 gekostet. Wie heißt jetzt die Marke? Schatz, gib mal den anderen Bulli, damit ich die Marke sehe. Wofür? Danke. Und zwar ist das Finch Hatton. Ist eine schweineteure Marke normalerweise. Ich habe so geschaut, Originalpreis wirklich 120 Euro. Und ich sage halt so, wenn ich jetzt wirklich eine gute Marke in Abverkauf bekomme, wieso soll ich was von H&M kaufen? Und ja, was will ich mit dem Video jetzt eigentlich sagen? Verschwendet euer Geld nicht. Es hat keinen Sinn. Ihr bekommt auch billig Markenklamotten. Und ja. Das wollte ich euch eigentlich damit erklären. Ein anderes Thema, was ich noch ansprechen wollte, in Zukunft wird es einfach mehr solche Videos geben. Mit wenig Cuts, wenig dies, das, dies, jenes. Ich laber einfach so, was mir so im Kopf geht, in die Kamera rein. Und was dabei rauskommt, ja, das seht ihr halt. Vorausgesetzt, es gefällt euch. Schatz, schick mal, wirf mal Nemo her, bitte. Ich will euch jetzt noch Nemo vorstellen. Gib mal Nemo her. Ich habe jetzt eine Katze, die kann ich euch zeigen. Die ist so cute, ich schwör's euch. Wie gesagt, das ist ein Video, wo ich einfach das mache, was mir in den Kopf kommt. Wieso kommt Nemo nicht? Was ist mit dem Schatz? Gib ihm mal her, gib ihm mal her. Warte. Nemo. Ah, der will nicht zu mir. Warte, da ist er. Das ist übrigens der Nemo. Hallo. Das ist Nemo. Schau mal in die Kamera, Nemo. Schau. Hallo. Ist ganz cute, der Kleine, ne? Echt cute. Ach, die Feuerwehr fährt auch wieder. Naja, wie dem auch sei, in Zukunft kommen einfach Videos mit Dingen, die mir in den Kopf kommen. Und wo ich Bock drauf habe. Damit würde ich sagen, das war's für das heutige Video. Demnächst kommt wieder ein Video. Mal schauen, was da kommt. Ich kann es euch nicht versprechen. Bis dahin sage ich, ciao.